Hallo und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir festgestellt, unser Dorf erholt sich so langsam. Ja, ganz langsam. Essen wird hergestellt. Wir haben eine zweite Mühle gebaut. Und wenigstens arbeitet immer eine Mühle, das ist ganz gut. Das gefällt mir ganz gut. Und ich hatte ja die Hoffnung, dass die Schmiede in der letzten Folge noch fertig wird. Wird sie leider nicht. Wurde sie leider nicht. Aber William ist da voll im Gange. Ich muss einmal meine Kopfhörer leise machen. Ist da voll im Gange. Und schuftet sich hier den Wolf. Materialien sollte er alle haben. Sag mir jetzt nicht, du bist hier... Warte mal, stopp mal. Ab. Meister, du hast jetzt nicht frei, dein Ernst? Da haben wir das gleiche Drama wieder. Die Leute haben frei. Ich hoffe, dass dann gleich der nächste Bauherr dahin geht. Ansonsten müssen wir uns tatsächlich noch in Geduld üben. So. In der Zwischenzeit habe ich ja schon gelernt, dass man Kirchen zum Beispiel auch vergrößern kann. Das habe ich jetzt tatsächlich mal gelernt. Heißt im Klartext, wir können hier noch anbauen. Zum Beispiel eine Steinerweiterung. Die auch noch drehen und dann anbauen. Ja. Zum Beispiel an dieser Seite können wir dann noch eine Steinerweiterung hier anbauen. Warte mal. Drehen. Einfach mal so gucken, ob wir das können. Tatsächlich. Aber die Frage ist jetzt, einfach mal so, weil wir es können. Was würde das mehr geben? Was würde das jetzt mehr ergeben? Platz für Dorfbewohner 50. Wenn wir das jetzt wegmachen. Ah, das sind jeweils immer 10 Dorfbewohner mehr. Wenn wir das jetzt hier höher machen würden, würde das nichts bringen. Also könnten wir das auf dieser Höhe lassen. Und auf dieser Seite, wenn wir das jetzt hier da auch noch was ranbauen würden. Was ist denn die Steinerweiterung? Ah, das ist ja nur eine kleine. Okay. Steinerweiterung A. Drehen. Ransetzen. Die Frage ist, bringt das jetzt was, wenn wir die da ransetzen? 60, okay. Damit könnten wir hier 60 alleine in dieser Kirche unterbringen. Wir machen das einfach mal. Wir machen das einfach mal, weil über kurz oder lang müssen wir sowieso wieder zulassen, dass weitere Dorfbewohner kommen. Und schon wieder sind beide Mühlen nicht in Arbeit. Doch, John arbeitet. Mary hat frei, das ist okay. Und hier, Thomas, frei, natürlich. Ich glaube, Thomas und Reinhard, die haben ständig frei. Na gut. Müssen wir halt so akzeptieren.
Und hier hinten sind tatsächlich schon die größeren Häuser entstanden. Finde ich auch schon wieder mega nice. Hier wächst und gedeiht alles. 4 Dorfbewohnern fehlt es an Essen. Ja, das Essen kommt, Leute. Das Essen kommt, es ist in Arbeit. Und ich überlege ja schon, ob wir nicht noch einen Fischer hier hinsetzen sollten. Einfach mal, weil wir es können. Kann man die eigentlich? Ne, die kann man nicht. Noch größer. Größer machen kann man die Fischerhütten nicht. Okay. Wenn wir den jetzt hier nochmal mit hinsetzen würden. Das würde der Kirche auf keinen Fall schaden. Genau. Das würde der Kirche auf keinen Fall schaden. Sehr schön. An der Kirche wird jetzt gebaut. Wie sieht es hier hinten aus? Oh, oh, oh. Egal, was du essen möchtest, ich muss leider alles für mich behalten. Ein Schmied. Wir haben keine freien Dorfbewohner. Na, falsche Liste. Wo können wir denn was? Müller brauchen wir alle. Schreiner. Wie sieht das aus bei Brettern? Na, nicht so gut, ne? Sammler. Wir müssen einen Sammler müssen wir. Friedrich. Friedrich geht jetzt einfach mal als Schmied durch. Und bei der Sammlerhütte geht Robin mal als Schmied durch. Ich weiß, wir brauchen eigentlich die Sammler. Aber ja. Ansonsten haben wir die Schmiede umsonst gebaut. Wir müssen ja alle Gebäude möglichst besetzen. So. Der Steine sollten wir so langsam welche ansammeln. Ach nee, jetzt wird ja die Kirche gebaut. Ach ja. Wie sieht das hier aus? Da ist noch Weizen und der Stein. Boah. Die Bäcker müssen so langsam, müssen die Gas geben, ne? Jean. Jean fehlt Wasser. Nee, Jean hat Wasser. Okay. Hier fehlt das Mehl. Aber die Mühlen arbeiten. Ja. Ja, Kleidung fehlt den Leuten auch noch. Kleidung fehlt den Leuten. Da fehlt Stoff. Da fehlt Stoff. Und hier ist Stoff ohne Ende. Ja, wir brauchen auch Träger. Da kommen wir nicht drum rum. Was hatten wir hier noch hingebaut? Ach ja, noch ein Lagerhaus. Was wir dringend notwendig haben. George, wo bist du? Du arbeitest. Wo bist du denn? Zeig dich mal. Ach, da. Wo läufst du denn hin?
Du läufst zur Arbeit. Hier sind noch jede Menge Bäume, die gefällt werden müssen. Und ich hatte mir überlegt, einmal das Territorium ein groß. Wir haben uns ja schon noch überall hin ausgebreitet. Ich hatte mir überlegt, auch dieses Stückchen noch zu kaufen. Da dann die Weizenfarm da sich noch weiter ausbreiten kann. Zumindest wäre es eine Überlegung wert, ne? Bei den Handelsrouten wollte ich noch mal reinschauen. Ja, Beeren, Beeren, Beeren. Steine für 3, Holz für 2. Wolle für 5. Die Wolle brauchen wir erstmal und die Hemden brauchen wir auch. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, woher die Kräuter kommen. Hier wird Brot verkauft. Nee, Fisch verkauft für 5. Gekauft, nicht verkauft. Honig. Und auch Waffen. Aber so weit sind wir ja in unserer Entwicklung noch gar nicht. Dass wir schon Waffen herstellen können. Steinbrücke, Markt, Hölzerner Berg, Fried, Herrenhaus. Nein, wir sind in unserer Entwicklung, sind wir noch lange nicht so weit, dass wir schon Ja, ich bin am Überlegen, ob ich tatsächlich das Stückchen Erde da noch kaufe. Weil wir uns ja eigentlich auch nach hier vorne ausbreiten wollten. Das ist jetzt eine gute, gute Frage. Haben wir denn hier eigentlich noch einen Holzfäller? Den müssten wir da jetzt dann auch wieder einsetzen. Leute, was ist mit der Kleidung hier? Ihr macht genug. Aber sie hat keinen Stoff. Warum nicht? Was sagt das Lagerhaus hier? Ach, guck mal. Lagerhaus da hinten ist fertiggestellt. So, hier haben wir Holz, Kohle, Eisen und Eisenerz. Und hier werden wir jetzt... Ach nee, warte. Werden wir, ach hier, hier, das kann man hier gar nicht erkennen, schieben wir das mal höher. Hier müssen wir dann jetzt Waffen, wo sind Werkzeuge, Werkzeuge. Wir könnten hier auch nochmal Kohle und auch noch mal Eisen reintun. Das ist alles gut so. Ist ja nur zur reinen Vorsicht. Das Gebäude werden wir mal priorisieren.
Und ich habe gedacht, wir haben uns so langsam, ja doch, so langsam erholen wir uns. Kleider werden geliefert. Beeren bis auf 60 werden verkauft. Nee. Die haben wir ausgesetzt. Steine haben wir ausgesetzt. Bretter werden bis auf 50 runter verkauft. Werkzeug kaufen wir noch, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Das setzen wir aus. Wir kaufen jetzt kein Werkzeug mehr, weil wir haben jemanden, der Werkzeug macht. Stoffe verkaufen wir bis 30. Da werde ich mal ein bisschen höher gehen. Wir brauchen 40 mindestens. Die Steine können bis 20 runter verkauft werden. Brot ist ausgesetzt. Kohle brauchen wir nicht, Mehl brauchen wir nicht, Weizen brauchen wir nicht. Glas, Honig, Waffen. Waffen werden wir über kurz oder lang auch kaufen müssen, wenn wir die Soldaten haben. Also die Soldaten vollständig haben. Aber so langsam müsste doch hier mal... Ach, wir hatten ja... Warte mal. Wir hatten ja hier diesen Exklusivstand, ne? Was kann der denn verkaufen? Kräuter, Wein und Honig. Aber woher kriegen wir die Kräuter? Woher kriegen wir die Kräuter? Kriegen wir die nur über den Handelsweg? Nee, über den Handelsweg kriegen wir die nicht mal. Über den Handel. Wie kommen wir an Kräuter? Ich mag da jetzt auch keinen. Neuen Dorfbewohner einsetzen. Allerdings, dadurch, dass ich jetzt gerade gesehen habe, wie das funktioniert, wie weit die weg wohnen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier gucke, Sigismund könnte noch Hilfe gebrauchen, 31 Meter. Wie nah ist jetzt was? Also der nächste, der hier rein müsste, wäre Henry, aber der ist Steinmetz. Rein theoretisch müsste ich die jetzt alle umsetzen und in der Nähe ihrer Behausung ansiedeln. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich werde mal noch eine... Obwohl, Weizen haben wir genug, ne? Hier sind noch 50 Weizen drinne. Die Weizenfarm hat auch noch 75. Also ich glaube, Weizen ist nicht das, was wir brauchen. Es ist tatsächlich die Mühlen, die hier ein bisschen arbeiten müssen für Mehl. Momentan laufen ja beide Mühlen. Frage stellt sich mir immer noch, woher bekommt man Kräuter? In der Hilfe wird man wahrscheinlich nichts finden, ne? Ha, eine letzte Sache. Die Liste der Dorfbewohner, also ihrer Leibeigenen, finden sich rechts unten. Nein, links unten. Fischerhütte fertiggestellt. So. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, die brauchen wir. Herrenhaus. Oswald. Du wirst degradiert zum Fischer.
dann sollte das jetzt hier... Oh, jetzt fehlt es tatsächlich. Wir haben es geschafft. Es fehlt nicht mehr an Nahrung. Das heißt, wir werden die Einwanderung jetzt wieder zulassen. Und die kommt in 5 Tagen. Die kommt in 5 Tagen. So. Wir lassen mal die letzten Gebäude, die jetzt hier noch gebaut werden, bauen. Warum wurde eigentlich dieser Wald hier noch nicht weggerissen? Weil hier kein Förster ist, oder was? Kein Holzfäller. Wollen wir hier unten noch einen Holzfäller hinstellen, aber dann müssten wir auch schon wieder... Da müssten wir auch schon wieder Leute einsetzen, ne? Nichts Genaues weiß man. Aber sieht schon geil aus, oder? Wie viel hier los war aus... Wie viel waren wir am Anfang? 6 Leuten? Das ist schon mächtig. Vielleicht kann man ja hier. Da. Das sieht ja schon geil aus. Ja, so langsam verschwindet auch dieser Wald. Heißt, wir haben immer noch genug Holz. Und da hinten, wenn ich das richtig sehe, kommt schon wieder ein Händler angesaust. Ja, die Kleidung, die fehlt. Das ist tatsächlich wahr. Wir haben Stoffe. Aber... Die Schneiderin Virginia kommt nicht hinterher. Die Virginia kommt nicht hinterher, die Kleider zu nähen. Ein bisschen merkwürdig. Da wir eigentlich noch gar keinen Zuwachs hatten, ne? Okay, die Leute verbrauchen auch Kleidung. Das tun wir auch. Holzfällerlager fertiggestellt. Hans geht da raus und Hans geht hier rein. So. Angezeichnet hatte ich die eigentlich schon. Ja. Bis auf hier den einen Punkt. Und hier könnte auch noch das Wohngebiet richtig fett bis runter gehen. Genau. 2 neue Dorfbewohner. Sehr schön, sehr schön. Oh, Kleidung kommt. So, ja, wir erholen uns langsam, Stück für Stück erholen wir uns.
Und hier würde ich gerne die Brücke rüberbauen. Aber da brauchen wir vorher noch ein Sägewerk, bevor wir das bewerkstelligen können. Da brauchen wir definitiv noch ein Sägewerk. Ich habe Lust. Noch hier. Daneben einen Lebensmittelstand zu bauen. Mit einem roten Zelt und hier einen hin mit einem grünen Zelt. Oder? Flaschen? Warte. Lebensmittel mit einem blauen und Lebensmittel mit einem roten. Einfach weil wir es können. Einfach weil wir es können. Da wird neue Saat ausgetragen für das Weizen. Wenn die Dorfbewohner da sind, dann sollten wir die hier. Und die sind noch nicht da. Okay. Die haben wahrscheinlich noch einen sehr langen, weiten Weg. Die Kleidung kommt. Wir sind in der Bay. Wir sind. Also Virginia gibt ihr Bestes. Das sehe ich ja. Haben wir kein Lager für Stoffe? Rote. Doch, Stoffe für Lager ist voll. Wolle-Lager ist voll. Wir brauchen unbedingt Träger. Wir brauchen unbedingt Träger. Und wir brauchen unbedingt auch noch eine Schneiderei. Und die werden wir schicki neben die andere setzen. Genau dorthin. Des Geldes haben wir genug. Des Geldes haben wir genug. Jo. So, die Schmiede arbeitet, so hoffe ich zumindest. Boah, zu schnell. Sehr schön, sehr schön. Das ist cool. Das ist cool. Bitte, bitte, bitte. So, ihr Lieben, die erste Folge von dieser Aufnahmesession ist tatsächlich schon wieder vorbei. Wir haben endlich eine Schmiede, müssen keine Werkzeuge mehr kaufen, können die quasi selber herstellen. Ich überlege immer noch, ein neues Weizenfeld anzulegen, obwohl wir jetzt Weizen genug haben.
Aber die neue Schneiderei ist ja schon anberaumt. Kirche haben wir jetzt auch genug, also sollten uns keine Einwohner abhauen, weil sie nicht Gottes Gnade haben. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.